ein Schätzchen steht hier. Also wer sich nicht auskennt, das Defense-Modell des Iveco Daily mit einer Metallstoßstange. Ich grüße dich. Du bist der? Haie. Hallo Haie. 10 Jahre bist du schon dabei bei Felger & Wels und du bist 10 Tage dabei. So ungefähr. Maurice, hallo. Ja, du bist Kfz-Mechatroniker, hast aber bei einem Betrieb gelernt für Camping und Caravaning. Genau. Und gehst jetzt in den Verkauf. Ja, Maurice, wir werden alle nicht jünger. Jetzt kommt die Nachhut, oder? Ja, muss ja auch sein, oder? Muss so sein. Ich will ja rechtzeitig aufhören. Ja, du bist seit 10 Jahren dabei. Ein Concorde Carver 791 RRL, eine absolute Rarität, ja. Wird pro Jahr nur wenige Stücke gebaut. Ich habe einen gerade erst bekommen und du kannst mich löchern. Deine Frage bitte. Ja, du, ich denke mal, du wirst mir gleich vieles noch dazu sagen, die Fragen, die ich noch nicht so beantworten kann. Aber lassen wir uns mal überraschen, ne? Ja, Defense-Ausführung, Metallstoßstange. Hier vorne das mittlere Teil kannst du rausnehmen. Diese Schäkel sind kein Spaß. Die sind zum Abschleppen gedacht und dafür auch zertifiziert. Ja, auf jeden Fall. Und die sind ja auch wirklich massiv, selbst wenn man die ja anfasst. Ne? Du merkst ja, das ist ja wirklich richtig Stahl. Ne? Kein Spielzeug. Auch hier dagegen bitte mal klopfen, wenn du mal gerade so lieb bist. Und das Metall. Das Metall, das ist kein Plastik. Kein Plastik. Ich bin ihn gefahren. Das Ganze steht auf einer Offroad-Bereifung mit an der Seite offenen Profilen. Das heißt, der Matsch kann an der Seite ausdringen. Anzahl der Sperren, was denkst du? Boah, wenn ich das ehrlich bin, weiß ich das nicht. Müsste ich mich auch erst nochmal schlau fragen. So, der hat 3 Sperren, mehr geht nicht. Das heißt, permanenter Allradantrieb. Und dadurch, dass ich ihn ja selber fahre, der hat sogar eine Hubstützenanlage drin, hat meiner jetzt noch nicht. Ja. So, wollten wir erstmal warten. Das ist ja die extra mit dem langen Hubweg, ne? Ja, absolut, dass er auch die Bodenfreiheit nicht eingrenzt. Ja, es kann sein, dass das die tiefste Stelle dann ist, ja. Deswegen habe ich mal ein bisschen gewartet. Da kommt der Aufbau, Rundsitzgruppe hinten, ein extrem gefragter Grundriss, also der da ist. Und dann natürlich die Einstiegshöhe, damit kannst du wirklich egal wohin gehen, nach Norwegen, an den See. 3 Sperren, du bist ja Fachmann, hast du in der Schule gelernt. Du kennst dich aus, wenn du mir das mal kurz erklärst. Sperren, Differentialsperren, das heißt, man hat im Endeffekt die Möglichkeit, jedes Rad einzeln zu betreiben, ohne dass halt die anderen Räder davon beeinflusst sind. So, das heißt, du kannst alles sperren. Normalerweise ist da ja, ich sag mal, jetzt ein Differential drauf, dass zum Beispiel das rechte Rad schneller dreht wie das linke Rad, je nachdem, welche Kurve ich reinfahre. Dann ist die Hinterachse, Vorderachse mit dem Differential versehen. Hinten bei den Rädern nochmal. Aber hier kannst du alle 3 Sperren reinlegen. Das heißt, du kannst eine Hecksperre reinmachen auf den Hinterradantrieb. Dann kannst du, was ziemlich sensationell ist, die Mitte sperren, ja, vom permanenten Allradantrieb und die Front sperren. Dann fährt das Ding nur noch geradeaus. Ja. Es ist, ja. Dann hast du eine Untersetzung drin. Du hast die 8-Gang-Automatik von ZF. Was auch richtig toll ist, ist ein kompletter Zwischenrahmen. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. So helle Moment. Der ist auf einem punktgefederten Zwischenrahmen drauf. Kann sich also nochmal verwinden. Ist jetzt nicht für Baumstämme geeignet. Also das sollte man vielleicht nicht tun, weil du siehst hier vorne, die Fahrerkabine ist nicht entkoppelt. Die ist hier fest dran. Aber der kann schon einiges. Also das Ding ist wirklich fürs gröbere Gelände gedacht. Concorde verkauft ihn als Schlechtwegefahrzeug. Also ich sag mal, damit kommst du so die entscheidenden 500 Meter weiter. Das denke ich, du kannst auch mit Sicherheit mal gut in der Sahara fahren, wenn du Spaß hast. Absolut. Also das kannst du machen. Dann, schönes Design. Er ist offen. Ja. So, hier vorne siehst du, der ist nicht drin, hat die ISRI-Sitze drin. Ich habe die noch mit Luftfederung. Dafür hat er aber schon die Hubstützen mit eingebaut. Mal gucken, was er drin hat. Navi von Alpine habe er eingebaut. Dann 3 Sperren, hier unten sieht man es. Er hat einen Kriechgang mit eingebaut. Er hat dann nochmal zusätzlich eine Wasserfunktion mit drin. Die schaltet aktiv den Lüfter ab, ja, damit der nicht unter Wasser läuft. Denn du kannst also hiermit bis zu der Höhe ungefähr, bis knapp über den Reifen kannst du im fahrenden Wasser einfach runter. Da sind ja schon mal mit Sicherheit irgendwo, würde ich sagen, 70 cm. Ja, Watttiefe. Ja. Aber guckt rein in die Anleitung, die mit drin ist. Unterfahrschutz, hast du gesehen? Ja. Vorne. Also das kommt aber Serie so, muss man. Es gibt jede Menge Zubehör dafür. 180 PS gehen gut. Man kann eine Leistungssteigerung reinmachen. Du weißt, warum der nur 180 PS hat?
Nee. Das ist, ist eine Selbstbeschränkung. Der andere hat ja 210, ja. Weil der Nebenantrieb, den gibt es mit Nebenantrieb, der würde dann die Geräte zerstören. Ja, das ist, hast du natürlich hast auch einen Salat. Ja, ja, das hat mir einer mal so erzählt, ob es stimmt. Wie gesagt, weiß ich nicht ganz. Dann die Stahlfelgen mit drauf. Hier unten drunter ein massiver Unterfahrschutz. Aber das Ding ist quasi weltreisetauglich. Auch der Möbelbau, also wichtig ist der Zwischenrahmen und die Punktfederung des Zwischenrahmens. Das heißt, der kann sich noch ein Stück weit verwenden. Und es gibt eine gute News. Der hat ja drinnen ein Verteilergetriebe, was ein bisschen sinkt. Das ist ein, ich sag mal jetzt kein Problem, sondern das ist halt so beim Allrad, gerade verzahnt. Und wir haben einen Weg gefunden, dass wir das quasi um etwa, ich glaube, 25 dB runterkriegen. Mhm. Und das ist eine Welt. Also, ja, das sind Riesenwelten. Das sind Riesenwelten. Also dann, ganz wichtig, kein LED. Das ist das Allentscheidende. Also diese Fahrzeuge werden meistens ohne LED gekauft. Du denkst, warum? Ich denke mal, weil eine LED, wenn da was kaputt gehen sollte, ja, ne, da hat man mit LED das Problem, dass man den kompletten Schein vertauschen muss. Wenn man jetzt gerade Offroad unterwegs ist, hat man nicht immer die Möglichkeit, da frische Neuteile zu kriegen. Und dann ist mal eben Leuchtmittel ersetzt natürlich wesentlich angenehmer. Oh, danke. Genau exakt die richtige Antwort. Denn das ist meistens der Grund, weil die Leute sagen, ja, der hat ja kein LED. Mhm. Also, das ist der Hauptgrund. Du kannst so eine H7, H4 Birne, kriegst du überall an jeder Tankstelle, wenn sie mal kaputt ist. Aber guck mal hier, das Brachiale mit der Stoßstange. Also, der geht Wände hoch. Das ist so. Jetzt haben wir natürlich ein kleines Problem. Sollen wir mal kurz nach hinten gucken? Kommt mal mit, Haie. Ich bin ihn nämlich schon gefahren und ich habe die Grenzen schon getestet, denn genauso wie beim großen, langen Bimobil hast du hier einen Überhang und die Grenzen sind da. Aber wenn du jetzt mal genau mal drunter guckst, schau mal drunter, was haben die gemacht? Ich denke mal, die haben natürlich einen Auffahrschutz, sag ich mal, eingebaut, mit Rollen ganz einfach, dass wenn man hinten aufsetzt, man einfach weiterfahren kann. Man hat ja auch Allrad, ne? Front wird eben angetrieben. Das heißt, selbst wenn hinten die Räder in die Luft gehen sollten, kann man immer noch vorwärts fahren. Ja, das ganze Fahrgestell wird direkt gebaut von Concorde. Sieht man hier schön. Also da ist der Unterfahrschutz und sollte man auf einer Fähre und so weiter einfach mal drauf kommen, dann setzt er auf, nicht wundern, passiert nichts. Er wird komplett geschützt. Das wollte ich noch nachrüsten. Die Vorbereitung habe ich schon drin. Die Anhängerkupplung ist dabei. Kann, glaube ich, 3,5 Tonnen. Also das Ding ist wirklich für die Ewigkeit gebaut. Und guck mal, er hat die Privacy-Verglasung drin. Genau. Schön verdunkelt. Doppelschutter-Rückfahrkamera kann ich schon entdecken. Auch das ist ein Extra. Schon mit eingebaut. Hinten die ganze Heckmaske komplett aus GFK. Ja. Alle Seitenteile sind aus massiven GFK. Also nichts hier ABS-Plastik oder so. Wenn du mal gerade zu lieb bist und mal hier an diesem Seitenteil mal kräftig ziehst, also kannst ruhig Kraft anwenden, merkst du irgendwas? Nein, das ist also brachial fest, muss ich sagen. So, darfst du, wenn du hier mal drunter guckst, hier siehst du auch keine Querverspannungen, die du normalerweise beim Liner hast oder so, ja, wo irgendwas gehalten wird oder so. Das ist alles fest verbunden und da ist der Zwischenrahmen, siehst du den? Ja. So, der ist nochmal drauf und der hat so Auffangpunkte. Ja, das Ganze ist ziemlich cool. Guck dir mal so Kleinigkeiten an aus dem Fahrzeugbau, die du hier hast. Also wenn du die Tür öffnest, schlägt die hier an, damit sie ja nicht aufgeht und du hast richtig Platz im Kofferraum. Ja. Wenn du mal so lieb bist, mach mal auf. Ich brauche einmal diesen Schlüssel dafür. Kommt. So, Fenster, natürlich Seitsfenster hier eingebaut. Aber so privacy verglast, dass du von außen eigentlich nicht reingucken kannst. Das ist cool. Ich bin mal gespannt, was er... Sonnenabweisend, ne? Also das ist ein richtig guter Preis. Also wenn du überlegst, was der gelaufen hat, der hat gerade mal 3.000 oder 4.000 Kilometer drauf. Und ich denke, die Umrüstung für das Verteilergetriebe ist kein Thema. Aufwand ca. 4 Stunden und ungefähr 8 Quadratmeter Armaflex. Die braucht man. Ich sage euch auch genau wo. Ja, guck mal hier, Mastervolt mit drin. Ja, genau. Die Mastervolt-Anlage, Wechselrichter. Dann Ersatzrad. Genau. Hier ist nochmal so ein Auszugssystem für Stauboxen. Kannst du komplett hier Euroboxen reinmachen? Genau. Da hast du dann einfach nochmal, weil du ja die... Du musst ja deine Sachen irgendwo komplett unterbringen. Und das ist einfach ein schönes Sortiersystem, weil du das ja auch nach vorne hin verschieben kannst. Das ist wie so ein Velo-Slide-Thule-Fahrradträger. Ne? Außendusche mit drin. Das Ganze hier in komplett Metallverkleidung. Guck mal. Siehst du das? Airline-Schienen hat er sich konfigurieren lassen. Ich weiß ja, was alles extra kostet, ja. Das ist... Richtig schön. Ich habe die Airline-Schienen am Boden, habe ich mir machen lassen. Wenn du mal so lieb bist, mach mal hier auf, dann zeige ich dir mal, wo die Steckdose versteckt ist. Die ist nämlich
an der Stelle, wo ich sie erstmal suchen musste. Einfach mal ziehen und bei mir war sie hier, genau, da ist sie nämlich und da können wir mal gucken. Hier ist jetzt, das sieht aus wie Blei, ich guck mal gerade. Ja, kannst du aber umswitchen bei Mastervol, das heißt, das könnte man noch auf Lithium umrüsten, aber wenn es ja funktioniert, ganz ehrlich, gibt es im Moment keinen Handlungsbedarf, der da ist. Der Wagen ist ja noch relativ jung, ne? Also da muss man schon sagen, die kannst du wirklich erstmal noch richtig gut nutzen, ne? Aber umrüsten geht ja. So, dann hier unten, da ist die Außensteckdose. Da habe ich mir übrigens über diese kleine Öffnung, die unten dran ist, eine Mehrfachsteckdose rausgelegt für die E-Bikes. Also das geht. Also mit dem Auto hier könnt ihr Sachen machen. Dann weißt du, was krass ist? Das Auto kommt nicht so Liner-mäßig rüber. Also ich will da jetzt nichts Falsches sagen. Ich fahre ja selber auch einen Loftliner von Morillo. Aber du fährst auf dem Platz und alle, du wirst da ein bisschen mehr akzeptiert. Also nicht so als der... Ja, ich muss vorsichtig sein, weil ich sage ja, er ist etwas, ich sag mal, tauglicher für die Masse. Ja, aber wenn du guckst, er ist natürlich schon sehr hoch, ne? Also wenn du jetzt wirklich mit so einem Wagen unterwegs bist, irgendwo unter Bäumen, ist natürlich schon schwierig, aber grundsätzlich mit so einem Wagen stehst du nicht unter Bäumen, da fährst du ins Freiland. Ja, du kannst auch im Campingplatz damit fahren. Ja, also natürlich, klar. Ich fahre ihn ja aktuell, also es ist halb so wild. Höhe, glaube ich, im Moment 3,75 Meter. Plus die Aufbauten, also bis auf fast 3,80 Meter, ja. Weil der Iveco Daily, hast du schon mal Daily gesehen mit so großen Reifen? Nee. Das ist natürlich, die Bremsanlage ist verstärkt, also hier ist alles verstärkt an dem Auto und die 180 PS, damit ist er auch wirklich gut motorisiert. Also wie du siehst, hier ist die Aufbautür, ich guck mal gerade, ob ich ein Kotschloss habe. Ich habe nämlich eine bestellt ohne. Ja. Die ist üblicherweise zentral verriegelt über die Fernbedienung. Genau. Ist hier auch so? Ich habe keine Fernbedienung für, nein. Ich habe nur das Kotschloss. Also ich habe den bei mir schalten lassen. Aber das Coole ist, es gibt noch ein Geheimversteck. Man kommt auch von außen ran. Das sagen wir nicht wie, bis es da ist. Also falls man sich mal selber eingesperrt hat, gibt es noch einen Trick. Die Lippert-Stufe doppelt. Und da hast du gesagt, die wäre dir ein bisschen zu hoch. Ne, die jetzt nicht. Ich meine jetzt aus dem Fahrerhaus raus, für mich. Also selbst ich mit meiner Größe, wenn du aus dem Fahrerhaus aussteigst, ist es schon relativ hoch. Aber du hast eben den Vorteil, wie eben schon gesagt, du kannst auch mal durchs Wasser fahren. Ne? Ja, nicht nur das. Du kannst eigentlich damit überall hin. Also es ist ein sehr, sehr interessantes Konzept, ja. Ja, wenn du mal kurz hochgehst, bitte. Ja, klar. Und du auch, bitte. Geht ruhig mal rein, den Platz haben wir hier satt. Klimaanlage ist eingebaut, sehe ich schon. Also der ist schön ausgestattet. Klimaanlage mit drin, Hubstützen mit drin. Dann hat er das Alcantara, den Alcantara-Himmel. Guck mal. Ja. Den großen Tedford Tower mit Backofen, Ober- und Unterhitze. Dometic hier in dem Fall. Sorry, ich nehme alles zurück. Eben war Tedford. Hier Dometic. Dann Lederausstattung. Habe ich auch nicht. Ich habe Stoff. Dafür habe ich zweimal Max-Fan, aber gut, das ist nicht so schlimm. Hier ist eine Klimaanlage mit drin. Dann, ja, Runzelsgruppe ist schon geil. Also das ist eine Menge Platz, ja. Dann bist du auch hoch hier. Guck mal, wir sind über dem Kabel drüber, können dem aufs Dach gucken. Ja. So, hier sind Gläser mit dabei. Dann hast du Runzelsgruppe. Ich habe übrigens Folgendes gemacht. Ich habe die Polster rausgenommen an der Seite. Weißt du, was dann kommt? Dann wird die Bank fast gefühlt doppelt so groß. Und du kannst dich einfach langlegen. Also Mittagsschläfchen gewährleistet. Ja, das geht hier. Die sind hier im Prinzip auf Klett, sind die festgemacht. Die kannst du einfach wegnehmen. Und wenn du die wegnimmst, dann wird die Bank halt einfach breiter. Sieht aber nicht mehr so schön aus. Dann hat er die Holzrollos. Guck mal, das ist ja schick. Ja, ja. Gut, das Holz finde ich natürlich geil. Das ist so Birne so ein bisschen. Was ja. ist das? Ja. Ja, das geht so in die Richtung. So, großes Heki mit eingebaut habe ich auch. Ja, das habe ich mir auch reinkonfiguriert. Dann die Holzjalousetten, die sind natürlich richtig schick. Also das heißt, wenn du jetzt hier einfach aufmachst, du musst dann gar nicht groß zumachen. Du kannst einfach hier quer machen, dann kann keiner mehr reingucken. Kann sowieso keiner mehr reingucken. So, dann machen wir einfach so. Jetzt ist zu, jetzt kann aber das Sonnenlicht noch reinschauen. Also selbst in der Höhe, ne, kann ich mit meinen 2,3 Meter von außen nicht reingucken. So, hier ist noch ein Apotheker, der von beiden Seiten da ist. Da ist er auch nochmal. Hallo. Dann Fernseher auf der Seite. 24 Zoll, das Radio ist mit drin. Der ist schön ausgestattet. Er hat... Oh, ich krieg gerade Heimweh. So, nee, cool. Aber hat was mit der Rundsitzgruppe, oder? Das ist schon ziemlich chillig, ne?
Kannst rausgucken, du hast eine 270-Grad-Sicht, sogar nach vorne, wenn die Tür vorne dann auflässt. Ja, aber so richtig schön wird es natürlich durch den Kleiderschrank. Er hat einen der größten Kleiderschränke seiner Länge. Wir sind ja auf gerade mal 8 Meter, ich glaube 20 hier bei dem Auto. Leg mal 8,20 Meter. Das sind Maße wie, ich glaube hier nebenan der Kabel ist länger. Der ist 9 Meter. Ja, der ist länger. Der ist einen guten halben Meter länger, ne? So, das heißt, du hast hier, was natürlich auch cool ist, du hast den absenkbaren Tisch mit dem Polster. Da ist ein Wohnraumteppich, habe ich gesehen, für 800 Euro hinten drin. Der ist noch nicht mal ausgepackt. Ja. Gut, das Auto ist mit den Kilometern, der ist neu. Ja. Das ist hier, da unten ist der Mülleimer. Fahr mal bitte raus. Ne, rechts. Guck mal, da. Ah, einen großen Mülleimer. Ich habe zwei kleine. Okay. Dann jede Menge Schubladen. Die obere Schublade, wenn du die mal gerade öffnest, die ist so riesig. Die hat auch eine irre Belastung. 25 Kilo pro Schublade. Das ist schon enorm. Dann hast du serienmäßig, guck mal hier, das Kochfeld mit drin. Aber so richtig das Highlight ist natürlich hier, auch das kannst du ausziehen, um irgendwas hier zu machen. Der Mineralwerkstoff, Edelstahl. Gut, hier habe ich jetzt den Tower von Dometic drin. Das ist leider so, muss ich sagen. Der ist ein bisschen kleiner. Die Dusche, geh mal rein, du bist 2,04 Meter. Du kannst mit 2,04 Meter duschen. Das ist das wirklich. Das kann nicht jeder. Das kann nicht jeder. Warte mal, ich mach mal Licht an, dann sieht man dich ein bisschen besser. Das ist doch krank, oder? So, ich nehme mal hier die Kleiderstange raus. Du bist 2,04 Meter, hast ja, Schuhe 2,3 Meter, an. Fast. 2,3 Meter. Jetzt mit Schuhen bin ich 2,04 Meter mit Sicherheit. So, du stehst jetzt drin, da ist eine Matte drin, also keine Angst. Und du hast ein Raumgefühl hier drin durch die Höhe. Ja. Das ist so enorm. Dann hast du ein Bett hier. Da vorne ist übrigens, das ist das Polster. Das hat eine feste Einlage mit drin. Das heißt, daraus kannst du das Bett dann bauen. Und auch hier ein Fernseher mit drin, schau mal. Das ist cool. Also ist mit eingebaut, der kommt bei mir noch, wird nachgerüstet, da ist eine Zwischentür mit eingebaut, hier kannst du dich verschließen. Aber du hast noch mal einen Raumtrenner. Guck mal, wie das läuft, merkst du das? Wunderbar. Es ist ein bisschen Schwung. Ja, ein bisschen Schwung, Lederbändchen. Dabei hier dieses Alcantara, der Himmel, ich weiß nicht, ob es Alcantara, so eine Art Mikrofaser mit drin. Das ist, der Aufbau ist so leise. Also es ist, naja, ich muss aufpassen. Ja, dann Anschlag, bitte mach mal zu. Die Tür schließt wie von Geisterhand, geht zu über einen Magneten, wird die verriegelt. Und dann hast du das ganze Bad mit einer Dometic-Toilette und einem Schränkchen an der Seite. Und guck mal, wie viel Spiegel. Kannst dich komplett umschauen. Hättest du gedacht, dass so viel Platz hier drin ist in dem? Nee, also wenn du den von außen siehst, sieht man dann den Platz wirklich nicht annähernd. Nicht annähernd, also ist so. Dann hier der Durchgang, das wird für dich jetzt ein Ticken eng. Du hast auch gesagt, naja, ab 1,90 Meter wird das Fahrerhaus, weil du kriegst den Sitz nicht ganz zurück. Das ist so, also ich bin 1,83, für mich überhaupt kein Problem, aber ich glaube, man sollte so fair sein. Also wenn ihr 1,90, 1,93 seid und größer, probiert das Auto bitte vorher aus. Also Sitzheizung hat er mit drin. Dann hast du hier den Aufgang. Das ist ganz spannend, der verriegelt sich automatisiert hier an der Seite. Da ist die Verriegelung mit drin, die ziehst du raus. Da kann die nicht abhauen und die schützt natürlich vor ungebetenen Gästen, weil die sehen erstmal die Tür. Gibt es auch noch so einen kleinen Trick, was ich da eingeklemmt habe. Dann kommt erstmal keiner rein. Die Fahrerhaustür kannst du natürlich verriegeln hier. Kannst du zumachen. Und das ist das Geniale, wenn du hier zumachst, dann siehst du vom Führerhaus, vom Cockpit gar nichts mehr. Und das ist ein anderes Feeling. Du hast einen reinen Wohnraum. Reinen Wohnraum. Kein Fahrerhaus dazu, sondern reiner Wohnraum. Leise und vor allem, du hast, wenn du die Tür nochmal zumachst, bleibt die Wärme im Wohnraum. Ne? Diese Wärmebrücke, die vorne ist, ja, durch die Einfachverglasung, geht ja nicht anders. Ja, muss ja einfach verglast sein, aber es kommt noch besser. Guck mal hier. Du hast riesen Schubladen hier mit eingebaut. Guck mal. Ja. Dann das auf beiden Seiten. Der Schlafkomfort ist mit dem richtigen Rost, was hier drunter ist, sogar in der Mitte. Mhm. Du kannst auch quer liegen. Ja. Das haben wir mal gemacht. Und hier habe ich natürlich einen Max-Fan drin. Das könnt ihr problemlos nachrüsten, gell? Das können wir nachrüsten, ist kein Thema. So, ihr habt eine riesen Werkstatt mit drin. Habt ähnliche Fahrzeuge von Morello ja da, die vom Aufbau durchaus ähnlich sind. Und dann kriegst du hier diesen Kleiderschrank nochmal mit drin. Und der hat es in sich. Da habe ich komplette Flugkoffer drin. Weißt du, diese... Ja. Dann ein Spiegel. Guck mal, da kannst du dich komplett einmal reinstellen. Stell dich mal kurz davor, bitte. Jetzt wird es mal sehen. Guck mal, du bist 2,04 Meter. Du hast Kopf frei, wenn man gerade mit der Hand mal drüber fährst. Du kannst durch die Tür durchgehen. Also ich habe hier wirklich noch
25 cm Platz. So, dann eine Duscharmatur zum Abnehmen. Da kann man sehen. Mineralstoff, Becken mit eingebaut. Nochmal hier an der Seite der Schrank. Das Schöne ist ja auch, du hast Licht da drin durch dieses Hilki oben, ne? Durch das 40x40. Also das Auto wird oft falsch verkauft, muss man sagen. Das Geräusch über das Verteilergetriebe, was jeder hat, das kriegen wir in den Griff. Und zwar definitiv. Also ja. Da, wie gesagt, das hängt auch davon ab, wie stark es ist. Also das ist, kann auch sein, dass es fast gar nicht vorhanden ist. Aber das, da haben wir eine Lösung für gefunden mit ganz viel Armaflex und etwa 4 Stunden. Ja. Ist also die Zeit 4 bis 6 Stunden ungefähr. Ja. Und da wird ein bisschen was isoliert an der Seite, weil ich kann dir zeigen, wo es herkommt. Also das ist runter ein kleines Verteilergetriebe. Das ist auch erst ab 82 km/h. Ist so ein leichtes Singen, was dann kommt. Genau. Und das machen wir dann tot. So, ja. So dass man es kaum noch hört. So. Aber dafür habt ihr permanenten Allrad auf dem Liner. Das ist wirklich, und zwar in der Qualität, die Fahrzeuge sind ja kaum lieferbar. Der soll echt verkauft werden? Der soll echt verkauft werden. So, es ist, glaube ich, ein reiner, ich guck mal gerade, ein reiner Zweisitzer. Ich gucke mal zur Sicherheit nochmal rein, ob der einen Gurtbock hat. Nee, hat er nicht. Also ich habe meinen als Viersitzer, aber in 99% der Fälle wird der auch als Zweisitzer genutzt. Ich lasse das mal offen, nicht, dass er doch einen Viersitzer hat. Aber so alles in allem, boah, ich bin schon wieder zu Hause. Ja, tolles Konzept. Wir kriegen jetzt Morello Alkoven. Palace Alkoven wird auch nochmal, also ich bin ja großer Fan von teilintegrierten Linern. Ja. Ich bin da, glaube ich, der Einzige im Moment. Der. Weißt du, was der Unterschied ist? Was meinst du? Du fährst die teilintegrierten Liner, ja. Wie zum Beispiel jetzt Concorde, Morello und so ja. Weiter, gibt es ja teilintegriert. Du fährst sie ganz anders. Du steigst ein, du bist tiefer auf der Straße, du bist tiefer vom Schwerpunkt. Dann dieses Wohnraumkonzept, dass du nur Wohnraum hast. Ja, das ist nicht jedermanns Sache, aber mit der Rundsitzgruppe ist das schon gigantisch, ne? Ja, also, der ist gebraucht, steht bei Ferge und Wels. Wenn ihr ihn haben möchtet, seid schnell. So viel kann ich sagen. Und lasst euch wirklich auf den Fachhändler ein. Ja, ihr seid ja großer Servicebetrieb für Morello. Fahrzeuge sind durchaus ähnlich aufgebaut. Und der hier ist 4350 Kilometer Iveco Daily, 3 Liter Vierzylinder, 180 PS Automatik. Höhe sind 3,68 Meter, 3,70 Meter plus Aufbau. Und wir haben im Alkoven 2x2 Meter mal 83, 1 Meter und 66 Liegefläche. 2 Meter mal 1,66 Meter. Da ist er. Heute haben wir den 26. Ja, sorry, das. Aber ich fahre ihn ja gerade aktuell und ich nehme an, so viele hast du nicht gesehen, oder, im Leben? Also von den Concorde Alkoven, nein. 4x4, wohlgemerkt. 4x4, genau. Also 4x4 ist das tatsächlich der erste, den ich hier gesehen habe. Ja, tolles Fahrzeug. Also da vorne ist übrigens noch ein kleiner Stauraum. Der ist normalerweise halb durchgängig. Können wir gerade, der ist noch offen. Na, hier, einmal kurz bitte. Dann zeigen wir den gerade noch. Der hat übrigens auch einen Gastank mit drin. Hier ist die... ist die Linnepe Hufstützenanlage mit Notsteuerungssystem und noch ein bisschen Stauraum auf der Seite. Warte, ich gehe mal ein bisschen rein, das ist die AGC. Du kannst gerne mal ein bisschen tiefer halten. So, so, da sieht man nochmal den Stauraum. Hier ist die Linnepe mit drin. Cruiser 791 RL 4x4. Ja, vielen Dank fürs Einschalten, wenn ich den haben möchte. Wende ich mich an dich oder an ihn? Am besten an Hai. Warum? Weil er so unser Fachmann für die großen Fahrzeuge ist. Ja, aber du habt jetzt alles erklärt. Das ich glaub, kann das auch. Ich kann das auch. So. Concorde Cruiser SUV 4x4, 283 500, 4350 Kilometer. Also in Kürze hat meiner schon mehr drauf. Tolles Auto, sofort verfügbar. Ja. Tschüss.